Enttäuschung ja, aber tiefe Trauer nein. Warum auch? Die Roten Raben Vilsbiborg haben insgesamt eine tolle Saison gespielt und am Ende mit dem Pokalsieg und dem Vizemeistertitel viel mehr erreicht, als man ihnen eigentlich zugetraut hätte. Ich denke, wir sind über die Erwartungen, die wir uns vor der Saison gestellt haben. Wir sind ja in die Saison gestartet als Übergangssaison, als Ziel unter die ersten sechs, damit wir direkt die Playoffs-Qualifikation erreicht haben. Davor, vor den Playoffs, haben wir den Pokalsieg geholt und jetzt am Samstag leider das Finale verloren. Aber ich denke, wir können stolz auf uns sein, was wir geleistet haben und auch sehr zufrieden mit dieser Saison. So sehen das auch die Spielerinnen. Kaum jemand hätte dem neu formierten Vilsbiburger Team vor dieser Spielzeit solch eine Entwicklung zugetraut. Es stimmte in der Mannschaft und zwar nicht nur auf dem Feld. Für mich ist wirklich schade, dass wir eine gute Arbeit zusammen gemacht haben und wir haben nicht nur auf dem Feld viel Spaß gemacht. Außer draußen, wir hatten eine sehr gute Gruppe. Wir sind die Saison, wir waren 7 neue Mädels. Die Integration verlief problemlos, selbst Rückschläge wie die zahlreichen Verletzungen von Leistungsträgerinnen und der überraschende Abgang von Trainer Jorge Munari wurden weggesteckt. Also jede Spielerin ist enger zusammengerückt als Team. Besonders natürlich bin ich überrascht von Linda Helterhof, die nach der Verletzung von Jenna dann wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Aber auch Anna Bugani durch die Verletzung von Tamari wurde ins kalte Wasser geschmissen und hat ihren Job auch sehr gut gemacht. Also da kann ich wirklich zufrieden sein. Aber sonst wirklich komplett jede Spielerin hat ihren Job zu 100% erfüllt. Jetzt heißt es natürlich für Manager André Wehner, das erfolgreiche Team einigermaßen zusammenzuhalten und die eine oder andere sinnvolle Ergänzung zu holen. Das Thema Trainerposition ist dagegen bereits abgehakt. Mit dem erfahrenen Belgier Jan de Brandt kommt ein renommierter Coach nach Vilsbiburg. Das äußerst erfolgreiche Interimsduo Jonas Kronseder und Vera Bonda rückt dagegen wieder zurück auf die angestammten Positionen. Kronseder selbst sieht sich mit seinen erst 26 Lenzen noch nicht in der Chefrolle. Er will den Sommer nutzen, um weiter zu lernen. Ich probiere, dass ich bei der Nationalmannschaft ein, zwei Lehrgänge dabei sein kann, einfach da Erfahrung sammeln kann im Training, einfach zugucken und hospitieren. Und natürlich steht bei mir im Juli die A-Trainer-Lizenz an mit dem ersten Lehrgang in Köln, 10 Tage. Grundsätzlich freuen sich aber alle Beteiligten jetzt erstmal auf die gemeinsame Abschlussfeier. Ja, wir werden nächsten Mittwoch am 14. Mai eine große Saisonabschlussfeier mit Sponsoren, mit dem Team und auch mit was so drumherum alles passiert ist machen. Und danach ist so der offizielle Teil beendet von dieser Saison. Und dann natürlich auch auf den Sommerurlaub. Ja, im Sommer wollte ich meine Körper regenerieren und wollte mit meiner Familie sein. Und von der Saison, ich muss noch überlegen, bis jetzt, ich weiß nicht, was kann passieren. Schauen wir mal. Im Rahmen der Abschlussfeier wird dann sicherlich auch die ein oder andere Personalie verkündet. Und auf die nächste Saison darf man dann schon richtig gespannt sein. Denn wenn das heuer eine Übergangssaison war, dann muss sich die Konkurrenz in der kommenden Spielzeit aber richtig warm anziehen.